Bin Pakistaner, ach so, okay. Pakistan, okay. I was fine because I always eat garlic and work out to make my body stronger. However, the weaker citizens probably fainted. I also want to tell you, whoops, I almost told you about my. By the way, Yasin, did you check my billboard? Oder mal nochmal. Yasin, 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 Yasin. Ach Gott. Aber ist ein arabischer Name. Spreche ihn einfach aus, wie du willst. Yasin. Ich spreche ihn Yasin aus, okay. I wrote the message myself. It's my real job, you know. I'm a billboard guy. Why don't you check out my work? Ja, habe ich schon, du komischer Typ, du. Yasin. Das ist, glaube ich, immer noch am besten. The Midroid looks different than usual. It's strange and marvelous, as well as mysterious. Oh. Ja. Ah, Porky. Ich hasse dich. Now it's timing, Yasin. Will you do something about Porky? He's driving me nuts. Are you two friends? Ja, nee, Paul brauche ich jetzt eigentlich nicht, wo wir nur uns einzeln sind. Soll ich ja oder nein sagen? So, was getrunken. Also weit werden wir es wohl nicht mehr kommen in der einen Stunde und in der Viertel, aber naja. Ah, es tut aber mal gut, wieder mal Mafia-Spiele zu spielen. Und dann morgen Mafia 3 wieder aufnehmen. Ah, da freue ich mich schon drauf. Gespannt, ob wir das zweite Kapitel. No, okay. Das zweite Kapitel abschließen. We're not friends, but aren't you neighbors? Come on, help me out here. Nö, mach ich nicht. Warum nicht? Also, tsch, 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 weg, weg, soll das heißen. Clear out, get out of my way. Clear out, get out of my way. Clear out, get out of my way. Clear out, off way out, off way out, get me. Whoops, my mistake. I mean, get out of my way. Hallo. Hey, Yasin, don't be rubbernecking. You're getting in the cops. Oops, I mean, officer's way. You can go home now. Tomorrow, I, Porky, will tell you more about the strange meteorite. I'm fine here, but you're bugging officers. Ja, also, wenn man jetzt nicht unbedingt weiß, was wir machen, soll man es einfach nur nach Hause gehen wieder. Man muss Porky ansprechen, damit es weitergeht. Und danach fängt es auch richtig an erstmal. Was heißt richtig Story? Ist, naja, kannst du dir vorstellen, wie nervig es in der Schule ist, wenn die Lehrer einen erstmal 20 Mal fragen, wie man heißt. Ja, da habe ich das in meinem Namen Marcel nicht so große Probleme, von daher, naja. Ich bin eigentlich überlegen, ich werde wahrscheinlich ab und zu mal ein bisschen die Turbo-Taste betätigen, weil das Laufen immer was war, ist nicht gerade schnell. Oh Mann, nämlich vor, dass man einfach verdrehen konnte. Welcome home, Yasin. It's not necessary to talk about it tonight. Und ihn dann immer noch nicht wissen. Ja, it's late. It's good off to bed now. Ja, dann machen wir mal. Immer mal schlafen. Later that night. Ja, der Kopf wohl jemand hat. Samuel was knocking at the door. What an annoying knock. Knock. Knock, nicht knocking. Oh, mein Client, dein Englisch, ne? My land, who could be knocking at the door at this time of night? Would you answer it? Ja, ich muss ja wohl. I've got fleas sucking me dry, so I'm just going to lie still for now. Oh Mann. Oh, Porky. Hey, listen to what I have to say. When I took Picky to the place where the meteorite landed. Ah, good evening, ma'am. You're looking lovely as usual. Anyway, as I was saying, the police that were guarding the meteorite landed left suddenly to deal with the sharks. No, the sharks. They are the local ruffians. And they were really going wild. Suddenly I noticed Vicky was gone. I blame the cops. It certainly wasn't my fault at all. If my dad finds out, I get spanked 100 times.
You're my best friend. Want your help in find Picky? Der ist aber ziemlich elastisch. Wollen wir dem Porky helfen, seinen Bruder zu finden? Ja, der hat geklappt. Also ich muss ja Porkys Film im Hintergrund spielt, Marvel 2. Klingt zwar nicht so wie die in Marvel 3, aber naja. No, ja klar. If you refuse me, I say something that will cut you like a knife. Will you come with me? Nein. Okay. I'm telling you something to hurt you. Will you please come with me? If you refuse me, I say something that will cut you like a knife. Ist ein Auge gedrückt. muss natürlich mit dem kommen. Das ist ein Fall von But you must, also ein Dragon Quest Kram. Okay, good buddy, let's blow this popsicle stand. Before you go, why don't you say goodbye to your mom? Don't you agree, ma'am? Na dann. I know that the dog is unreliable, but you should take Snoop along. The great bag in Trace's room could help out at a time like this. He's a porky. no matter what anyone says, you are a cultural strong boy. You are my very own natural born fighter. You go far. Remember to go for it. But I think you should change out of your jammies before you leave. Die Musik vor allem Ding. Obwohl ich sagen muss, was von Marvel 2 ist leider noch nicht so geil wie der von Marvel 3, aber naja. I do everything that I can to help you. Good luck on your adventure. You might get hungry along the way, so here's a cookie. Yeah, Asin got a cookie. Yeah. You can also leave anything you don't need with me. Do you want me to hang out on something? Nein, momentan nicht. Be careful. Also das ist die Mini von Mafia 2 sozusagen, also das Mafia 2 noch nicht geguckt, aber die Leute, die Mafia 1 auf meinem Channel ja geguckt haben, die Streamaufnahmen, die wissen es ja. Yeah, sure, you're cool, whatever. Oh, du bist da, Mom, ey. So, aber was macht das Bedroll eigentlich? Help. Bedroll, wenn eaten here with Kaffa Balls 30 HP, oh, genau, so eine Freilung, cool. Help. Cookie, wenn eaten, recover about 6 HP. Wow. Spielen die Mafia-Teile zeitlich eigentlich nacheinander? Ja. Mafia 1 spielt in den 80er Jahren, Mafia 2 spielt in den 90er Jahren, Mafia 3 spielt irgendwann in der Zukunft. Es wird nie genau gesagt, wann genau. Also es könnte 20 Jahre nach Mafia 2 sein, es könnten 200 Jahre oder 2000 Jahre gar sein nach Mafia 2. Cognitive Dissonance, das ist ein Fangame, das spielt zwischen Mafia 1 und Mafia 2. Ich denke, das werde ich wahrscheinlich auch noch streamen. Und ich werde aber erstmal Mafia 2 in Ruhe fertig machen, danach Cognitive Dissonance, denke ich mal. Und dann Mafia 3, bis dahin mal vielleicht auch Mafia 3 sogar auf dem Kanal durch. Also, du musstest den Jubel auf dem Kanal angucken, wenn du nicht möchtest. Von daher, beep, immer noch okay. Do you want me to go with you? Ja, da entscheide ich das gar nicht im Stream, weil wir brauchen ihn. I guess I have no choice. Let's go. Das Spiel ist übrigens nicht gerade einfach. Snoop joins you. Na dann. Alright, you go out the front and I fall at a safe distance. Let's get going. Porky, hasse dich. Ich hasse dich sowas von. Porky joins you. Aber was man eben kurz machen muss, kriegst du mal was gehst. Save. So und load. So. Da. Ja. Ich brauche nicht mal die Spielstates. Ja, also. Oh, doch noch nicht. Na gut. Hallo Telefon. Ja, es ist Ernst, answer the phone. Oh, it's your dad. Work to exhaust. Exhaustion.
than you're young, when you're young. When you are young. Have you ever heard of a weird saying like this? Just remember, I'm always behind you 100%. Don't be afraid. I know that you're brave. You can do it. Don't forget to call me periodically during your adventure. I can make a record of your progress when you call me. Oh yeah, I deposit $30 into your bank account. Do you have your ATM card? Withdraw your money from any cash machine and buy whatever you need. Good luck, my boy. Good luck, my boy. I feel like such a hero. What? Well, far over here at least. Find die Vorstellung geil, dass der Hund singt. Smoke weed every day. What the fuck? Slam beep. Okay, na dann. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das hat geklappt. Müsste eigentlich. Weil, oh ja, es sind doch relativ viele Gegner. Zur Erklärung. Normalerweise würden da, glaube ich, nur ein Gegner rumlaufen. Das Spiel hat verschiedene Gruppierschutzmaßnahmen. Der übliche Kram von wegen, ja, das Spiel ist nicht für dein Super Nintendo gedacht. Und dann zum Beispiel auch noch einer, ja, von wegen, wenn der RAM von dem Spiel anders ist als in der Originaldatei, dann, ich greife mal an, solange, dann wird dir ein Screen entgegengeschmissen von wegen, ja, ach du, auch verpisst du Mystery. Dann, ja, du hast halt das Spiel gecrackt, böse gemacht, du bist jetzt böse und so weiter. So, dann noch ein Kopierschutz ist nämlich der, dass die Gegnerrate drastisch erhöht wird, ungefähr 300% mal mehr oder sowas. Das sorgt dafür, dass wir, wenn wir alle Gegner mitnehmen, wir müssen alle Gegner mitnehmen, weil wir können sowieso nicht abhauen, dass wir gut leveln, wir brauchen nicht zu grinden. Oder also fast nicht zu grinden, am Anfang des Spiels schon, aber danach sind wir am Ende sowieso meistens so Level 97 oder sowas am Ende des Spiels. Also da braucht man sich nicht die Sorgen zu machen. Man muss aber auch viel grinden, dadurch, dass die Gegner halt 300 mal doppelt so viel auftauchen. Das ist sozusagen so ein bisschen so eine Hard Mode vom Spiel. Und ganz am Ende des Spiels und Endkampf kann es vorkommen, wenn das Spiel auf nicht original ist, dass der Spielstand gelöscht wird im Endkampf. Und das ist, ja, das ist viel zum Spiel. Naja, ich will erstmal die Gegner hier erledigen. Das wird jetzt richtig lustig hier. Oh Mann. Aber die sind nämlich, die machen verdammt viel Schaden. Das Spiel ist nicht leicht. Es ist verdammt nochmal nicht leicht. Diese Kopierschussmaßnahmen. Da hat sich einer mal richtig Gedanken gemacht um das Spiel. Bitte stopp, bitte stopp. Oh, danke. Ich muss erstmal heilen gehen. Ich will meine Heilgegenstände nicht verbraten. Ich werde jetzt mal ein bisschen leveln. Mindestens Level 2, dann nenne ich nämlich eine Heil. Was habe ich gerade gesagt? Aufwandswert ab bei 1, Maximum HP, PP 2. Lersin, Realize the Power of Life Up Alpha. Es ist sozusagen der Heilzauber hier im Spiel. Aber ich will die PP nicht unbedingt verschwenden, denn hier, wenn man es abdruckt, kann man über die Fähigkeiten, ja, Zeugs, also Infos lesen. Restores 100 HP to one person. Okay, hast du 5 PP und das ist verdammt viel und das würde ich mir gerne aufheben. Deswegen gehe ich mal kurz zu meiner Mutter, die kann es nämlich heilen. Hungry already? Why don't I have some bath? Porky, you don't like bath, do you? Too bad. Wir essen Kotze. Ja. Lecker, 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 lecker. Nom, 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 nom. Ja, also, das wird jetzt richtig lustig hier. Da hoch zum Hügel zu kommen. Bei den Gegnermassen. Wobei ich an überlegen bin, ach wisst ihr was, ich habe schon, wir machen es aus, denn ich habe es nämlich schon in Let's Play gemacht, ich habe das Let's Play komplett mit diesem Kopierschuss durchgespielt und komm, alle sind schon mal wen,
weniger, ich kann mich gerade nicht bewegen, was zum. Wir sind schon mal weg.